Und damit willkommen zurück zu Star Wars Outlaws. Ich habe jetzt ein bisschen Pause gehabt von Star Wars und war jetzt ein bisschen im All unterwegs mit Star Trucker. Geiles Spiel, kannst du nur empfehlen. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut, wie man da hinten zu diesem Waypoint da hinkommen, wo wir eigentlich hin wollten. Da, dieser Kompressor für Rauchbomben. Und zwar ist dieser Tunneleingang tatsächlich richtig. Und ich hatte ja das Problem gehabt, dass mich ja immer wieder rausgedrückt hat. Verschwinden wir hier. Und okay, danke fürs Vorbeifahren. Die Lösung ist, wir müssen mit dem Teil da reinfahren und mit Shift den Boost aktivieren. Dann kommen wir da durch. Und wir sind durch. Okay. Absteigen. Ach, hätte ich das nur mal probiert. Tja, und jetzt? Ah. Da hoch. Hey. Und ich frag mich, wohin das führt. Ah, das werden wir gleich rausfinden. Sie. Wie komme ich da wieder retour? Oh, da haben wir noch mehr so Wind-Action. Okay, ein bisschen Parkour hier. Nice. Oh, warte mal, ist das jetzt hier? Ganz schön windig. Bleib bei mir, Nix. Hier auch. Okay. Was? Wir haben Gesellschaft. Echt? Was? Wo? Hier? Tust du mir was? Oh. Du hältst aber ein bisschen was aus, du. Nicht schlecht. Alles noch dran. Okay. Und ich dachte, der macht nichts. Na ja, gut, aber sobald die halt ein Fragezeichen haben, werden die alle angreifen. Wo ist ich denn jetzt hin? Ich würde mal sagen, darauf. Ja, das sieht richtig aus. Nix, achte auf den Wind. Lass dich bloß nicht wegwehen. Nö, nö. So, hier nochmal genau das Gleiche. Nein! Och, nee. Autsch. Okay, das muss ich besser timen. So schnell hat es gar nicht ausgesehen. Okay, jetzt warte ich nochmal. Sie gehen näher ran. Okay, jetzt. Yes. Schätze, es geht abwärts. Ja, und da? So ein Fliegeteil. Wo sind wir? Das ist eine exzellente Frage. Ich glaube, wir müssen da runter. Die Frage ist nur. Ich glaube, wir kommen da nicht runter. Weil, was passiert, wenn ich da runter. Ja, nee. Das wird nix. Ah, und ich habe nichts zum Heilen mit dabei. Oh, was bist du? Urastahl. Nope. Wie kann ich dich da umgehen?
Da hinten gab es ja keine andere Passage. Nee. Fragezeichen. Warte mal, was ist, wenn ich... Okay. Ja. Jetzt haben wir hier ein Grobtuch. Und wie genau soll ich jetzt... Ach so. Aber muss ich da nicht vielleicht rein, da hinten? Bringt mir jetzt irgendwie nicht so viel, wenn ich jetzt wieder hier oben bin. Warte mal. Oder ich muss das in Stages machen. Ja, es geht ja wieder auf. Okay, schnell. Gut. Okay, ja, das ist schon geil gemacht. Was ist denn das? Kann ich da durch? Nee. Wie komme ich denn da jetzt rüber? Und ich... Ah. Was ist das für eine Anlage? Ah. Oder vielleicht zeitgleich? Nix. Zieh das nach unten. Ah, jetzt ist das Tor da hinten offen. Okay. Machen wir mal zu, bitte. Kisten. Nice. Nice. Ja? Okay. Oh, da geht's weiter. Lass uns abhauen, solange wir noch können, nix. Ja, Moment mal, jetzt haben wir doch unser Goodie nicht bekommen. Oder... Okay, der Lift funktioniert noch. Ich brauche ein bisschen was für die Gesundheit. Schnuggel. Yes, geil. Wir haben den Konkret besser. Oh, nice. Und unser... Ein Moment. So, da bin ich wieder. Ich habe mal ganz kurz unterbrechen müssen. Wie ihr merkt, ich habe da unten einen Lebensbalken mehr. Denn, ich glaube, vorhin im Loot war etwas was dabei, was mir da Health Plus gibt, und zwar unter Ausrüstung Talismane, das da hier, Wasser nach Amberin, erhöhte Gesundheit, erhalte eine große Menge Adrenalin, wenn du einen beträchtlichen Teil deiner Gesundheit verlierst. Das ist mit dazugekommen, und wir müssten jetzt noch die eine Fähigkeit hier freischalten, die da. So. Nice. Jetzt haben wir hier die Rauchbombe. Und als nächstes würde ich gern das da hier freischalten. Dass man erhöht die Anzahl der Bakterfiolen und Granaten-Decay tragen kann um je eins. Da würde ich den Fortschritt gern verfolgen. Crimson Dawn hat ein Lager mit Durafaserstoffen in einem ihrer Verstecke auf Toshara. Auf Karte anzeigen. Das ist hier. Wir sind da. Würde ich mal sagen, tun wir verfolgen. Sedele. Bist du bereit? Und dann düsen wir da mal hin.
Das hat nicht so gut funktioniert. Fahren wir. Scheiße, das waren jetzt nur 44 Meter. Wir müssen da nochmal 60 hinkriegen. Holy shit, dieser Boost ist heftig. Ja, irgendwo da hinten. 0,6. Hier? Oh ne, das ist Imperium schon wieder. Ja, geil, die schießen schon wieder auf mich. Mal kurz auf der Karte schauen. Ich glaube, wir müssen von da hinten reinfahren. Sprich... Ja, wir fahren da noch ein bisschen weiter. Und Performance hat mich auch wieder gern. Ja, oh geil, da haben wir wieder so ein Vieh. Ja, da komme ich aber nicht rein. Schauen wir uns das mal von ein bisschen Abstand an. Da geht's auf alle Fälle nach hinten. Es könnte auch sein, dass wir von da hinten drüber springen müssen. Vielleicht probiere ich den Ansatz. Einmal von hinten. Oh, komm, rauf. Okay, da haben wir die City wieder. Moin. So, ja, das ist Hoffnung. Sorry. Also ich will jetzt nochmal nach hinten oben fahren. Da links ist wieder so ein Tunnel. Ja, ich glaube, das sieht nach Sprung aus. Jesus, yes, yes, komm, 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 komm. Ja. Nice. Fähigkeit freischalten. Das machen wir. Geil. So, hätten wir das. So, unser Ziel. Ah, der sieht wieder nach Klettern aus. Okay, rauf hier. Was? Imperiale? Wir tun hier mal wechseln. Ja, irgendwo da hinten. Nice. Links oder rechts? Oh, geiler Ausblick. Dann machen wir schnell ein Foto. Sieh. Ja, da lang. Ja, da unten haben wir Kollegen.
Dann hat er darauf reagiert, wenn ich pfeife. Und da hinten. Und ich glaube, die beiden machen nichts. Wir machen mal ganz kurz den Sensor hier. Wieso geht das nicht mit B? Was soll das? Das hier ist der langweilige Teil. Geht sie wieder? Na gut, Max. Hol sie dir. Nice. Fuck. Nice. Ja. Wohl wahr. Ist der Dude. Okay, da hat jetzt jemand auch mal mitgekriegt, dass man angegriffen wird. Aber ich sehe ihn nicht. Na doch. Gute Arbeit, Nix. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt vielleicht Zugriff hier. Crimson Dawnruf ist nach unten gegangen. Naja. Leichtes Spiel. Oh nee. Yes, geil. Guten Tag. Yes. Alles mitnehmen. Wow. Und? Expertenkernstück, oder Faserstoff. P. Fortschritt nicht mehr vor Verfolgen. Häufig auf der Schare in der Nähe von zivilen Standorten oder von den Reichskontrollierten zu finden. Kann von Händlern oder Überlebenskünstlern auf der Schare gekauft werden. Das Robo-Malieder. Okay. Von Händlern. Dafür ist der andere Stoff. Jetzt alles da. Huge. Mehr hat sie nicht. Nix. Dann nochmal. Einmal heilen. I guess that's it. Wie komme ich jetzt am schnellsten hier wieder runter? So, wir gehen da einfach mal hier runter. Und hoffen, dass ich keinen Fallschaden kriege. Yes. Und da hinten wieder raus. Okay. Ausrüstung. Werkzeuge. Rauchbombe. Okay. Nichts Interessantes. Inventar. Wertgegenstände, Questgegenstände. Nicht interessant. Journal. Was haben wir hier? Sabotage, das ist da unten. Walfang, Camus bei Kessel Cyber gegen mehrere sogenannte. Achso, ja, das war das mit dem Spiel. Ich will das mit dem Verräter muss ich ins Weltall. Hm, 1000 Credits. Was macht denn der Ruf momentan?
Da wird man bei den Hutten ein Plus kriegen. Warum auch nicht? Dummer Sabotage mal verfolgen. F-Grade zeigen. Hier unten. Wir sind da oben. Und da hätte man einen reisenden Händler. Ja, gut. Also, wir müssen mal ein bisschen rumdüsen. Gleiter? Na los, das geht schneller. Gut. Autsch. Das ist überhaupt nicht weit. 0,7 Kilometer. Jetzt irgendwo sein. Veriks Kontakt ist hier ganz in der Nähe. Bleib wachsam, Nix. Ja, keine Goodies. Gut, einmal darauf. Na, was geht, Großer? Da oben. Da hat jemand ungern Besuche. Oh, bist du süß. Guten Tag. Keine Sorge, Kumpel. Du bleibst meine Nummer 1. Oh, süß. Es sieht irgendwie so aus, als könnten wir das kaputt machen. Na gut. Weiter im Plan hier. Da unten ist jemand. Scheint es aber sonst nichts zu haben. Komm doch. Hallo, Veric schickt mich. Nenn mich Monda. Du bist neu. Ich bin Kay. Das ist Nix. Na gut, Kay und Nix. Der Auftrag. Geht rein, schnappt die Kundenliste, platziert die Bombe am Generator. Das öffnet die Gehege. Damit ist deren Operation gelaufen. Okay, und die Bombe? Da drüben ist eine Standard-Baradium-Ladung mit Zeitzünder. Ach, ja, klar. Baradium. Verwende ich doch ständig. Ja, das klingt ja... Was ist das Grüne da unten? Sind das die Zäune? Aber klingt soweit mal simpel. Hey, Moment. Es ist Zeit, okay, eine Bombe zu legen. Ich glaube, da würde ich gerne mal kurz ein Foto davon machen wollen. Irgendwie so. Besten Dank. Halt, weg. Dankeschön. Weg nach unten? Hier. Ja, was hat es mit diesen Tieren auf sich, Monda? Obumas. Stinken fürchterlich, aber die Häute kann man so behandeln, dass sie Gundag-Leder ähneln. Okay. Was passiert mit ihnen? Du befreist sie. Ah, da haben wir Wachen. Wir haben hier das hohe Gras. Aber das wirkt... Ja, Monda hat nicht übertrieben. Die stinken und wie. Also hier unten scheint zumindest keiner zu sein. Ah, doch da. Ich glaube,
Drei Kollegen, einer auf dem Hochsitz. Zwei unten. Irgendwo sehen die immer jemanden nach einer Prügelei. Das macht keinen Spaß. So, wir müssen aber nach da oben. Ich habe gehört, dass einer unserer Frachter bei einem Flug nach Kessel überfallen wurde. Ich möchte jetzt nicht in deren Haut stecken. Ja, da oben bewegt sich relativ schnell. Und da am Tor stehen auch zwei. Ob die das mitkriegen, wenn ich da... Tob dich aus, Nix. So, Scheiße, nein! Wie jetzt? Das hat... Moment mal. Wir sind doch mit den Pikes doch gut drauf. Das heißt, wir müssten da doch einfach noch reinlaufen können, oder nicht? Ich probiere das jetzt gerade einfach mal. Moin. Ich konnte einfach rein. Weil ich einen guten Ruf habe. Ach, scheiße, vielleicht hätte ich den Job nicht machen sollen. Weil es hat ja geheißen, also da lassen sie mich da nicht rein. Ja gut, kein Problem. Also. Hier darfst du nicht hin. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon wieder. Lass mich raten, hier darf ich auch nicht rein. Komm, Nix, so leise wie ein Flüstern. Yes. Oh shit. Siehst du was? Geht klar. Drei Kollegen haben wir hier. Ja, drehst du dich um? Denk einfach nur an die Kredits. Genau. Oh Gott, dass er sich umdreht. Oh, das passt jetzt gerade ganz gut. Da unten auch wieder zwei. Was siehst du? Scheiße, da links auch. Ja. Warte mal. Ich hab Bewegung! Die haben das nicht gesehen! Ja. Scheiße. Ich will Hilfe. Na komm Fuck. Schon. Nein, 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 nein. Hör auf damit! Vorsicht, Nix! Wo noch? Alter, was ist denn das für ein Dude? Es lief gar nicht gut und wir haben Alarm. Fuck. Okay, Alarm abgeschaltet.
Gut, ich glaube, wir sind gerade noch mal so davon gekommen. Und da gibt es eine Zugangskarte da hinten. Schlüsselkarte. Ja, shit, ja. Aber wäre der Ruf auch runtergegangen, wenn sie uns nicht entdeckt hätten? Ja, vermutlich ja, weil sie dann irgendwie rauskriegen, dass wir das im Auftrag gemacht hatten. Okay, zwei Fiolen. Rein so wegen Fluchtweg. Oh, wir hätten auch da hinten raufgehen können. Ah, ich muss mir mal solche Sachen genauer angucken. Das ist natürlich wesentlich einfacher. Gut. Na dann lass mal hören. Oh no. Ach Mann. Na, echt jetzt? Jawohl. Nice. Wo ist jetzt die Kundenliste? Wenn wir hier Gegner haben. Wir gehen mal hier nach unten. Keiner da? Erst die Liste, dann die Bombe. Okay. Da ist kein Mensch da. Sehr schön, das habe ich gebraucht. Oh, vielleicht ist die Liste auf dem Holopok. Na, Moment. Erstmal hier alles mitnehmen. Nice. So, guten Tag. Die Hutten verschwenden dein Talent. Was wird das? Ein Angebot. Crimson Dawn will wissen, wer bei den Pikes kauft. Gib mir die Liste und wir beide profitieren. Was ist mit Varric? Huttenschläger sind leicht zu belügen. Nur nicht blinzeln. Was, wenn ich Nein sage? Jetzt, wo du weißt, für wen ich arbeite, kann ich dich nicht gehen lassen. Oh. Crimson Dawn, die Hutten hintergehen. Crimson Dawn. Ich glaube, wir machen am Huttenkartell weiter. Varric hat mich angeheuert. Ich führe das zu Ende. Schade. Hier kann man niemandem vertrauen. Ah, sehr gut. Tja. Na komm, Nix. Auf zum Generator. Wir brauchen unbedingt dieses Upgrade da. Weil nur zwei von denen ist meh. Okay, wir gehen da mal. Siehst du einen Ausweg, Nix? Ach scheiße, ich komme hier nicht mehr raus. Mach das auf. Komm. Rauf. Ach so ein Scheiß. Komm. Nee. Warum muss man hier so ein Ding reinmachen? So, rauf.
Komm, 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 schneller. Schneller, 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 schneller. Oh, Gott sei Dank. So, spätestens jetzt sind sie sauer. Ja, und abgeriegelt. So, wir müssen hier irgendwie weg. Ich verzieh mich besser an Funke Verrick an. Ja, ist die Frage, wenn wir jetzt hier wieder runterkommen. Haltet das Gebiet! Oder da? Alles Gute endet mal. Shit, 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 shit. Verrick, Auftrag erledigt. Ich wusste, du kriegst das hin. Wir treffen uns bei Daruda in Yauntas Hoffnung. Okay. Und dann die nie, ha, Kumpel? Und tschüss. Ah, nein, scheiße. Yo, die sind pissed. Oh, 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 holy shit. Also mit dem Booster komme ich noch nicht so ganz klar. Okay. Oh, meine, die nehmen das. Nein, nein. Oh, oh. Knapp. Oh. Achso, das wäre wieder ein Rennen gewesen. Nö, auf das habe ich jetzt gerade keine Lust. Aber der Imbiss war doch hier, oder nicht? Ja. So. Einmal runter. Ach da. Noch ein Getränk aufs Haus. Prüf mal die Zünder deiner Bomben. Das hat doch funktioniert, oder nicht? Hast du die Liste mit den Käufern? Deine Freundin Monda wollte sie für Crimson Dawn. Und du hast das geregelt? Mir blieb ja auch nichts anderes übrig. Ich mag dich, Kay Vess. Die Hutten wird's freuen. Wunderbar. Sidney. Muss ich noch mal ganz kurz unterbrechen. Ich bin gleich wieder da. Sidney, da bin ich wieder. Ich habe nochmal nachgesehen bezüglich diesem Leder, was wir da brauchen für die Fähigkeiten. Und da stand drin, dass die fahrenden Händler das teilweise haben. Also ich würde mal hier runter nochmal gehen. Und vom Ruf her ist es jetzt so, Pike ist jetzt auf Minimum. Und Huttenkartell ein bisschen drüber. Und Crimson Dawn ist relativ schlecht. Und wir könnten uns aber Belohnungen abholen. Da sind Skin. Und zwar eine Transportkiste am Boot der Bahnbrecher. Da sollte man vielleicht auch nochmal hingehen, dass wir uns die Skins holen. Und das wären natürlich dann die Super-Sachen, wenn wir auf Best Buddy mit ihnen dann sind. Mit ausgezeichnet. Das sieht halt schon geil aus. Hätte ich gern. So viel mal zu dem. So, raus hier. Kleine? Komm, deine komm kleinen Füße machen jetzt mal Pause. Okay. So. Raus hier. Wow. Das ging voll nach hinten los. Was ist hier los? Griff, ich sehe uns. Oh. War vielleicht nicht so gut. Aber da wäre der Händler. Und jetzt wieder weg? Okay.
So, Händler, 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 Händler. Ist der drin? Zu der fahrende Händler? Was? Ich dachte, ich wäre mit den. Okay. Schnell, nix. Komm, 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 komm. Alter, ich dachte. Gut, ich glaube, die sind dann vielleicht doch noch etwas gepisst von der letzten Aktion. Wir haben sie abgeschüttelt. Ah, gut. Dann wird es so leider nichts. Irgendeinen anderen Händler haben wir ja nicht, oder? Nee. Nee. Okay, und dann ansonsten hätten wir noch in Mirogana Hen Pound Merchant Faction Shop Pike Syndicate. Ja, aber die Pikes. Da steht halt Pike gut. Also noch gut. Wollen wir hier mal Fast Travel machen? Ja, und OBS ist mal wieder überlastet. So, Goodies abholen. Können wir schon mal da sehen. Nehmen. Dankeschön. Könnte nützlich sein. Nochmal Fast Travel bitte. So, das ist Pike Syndicate Territorium Mirogana. Jora Margal Plünderer. Pike Spielsaal. Auftraggeber. Hen Poon. Pike Syndicate Tresorraum in Mirogana. Bitte mal hier die Schnellreise rein. So, welche Richtung? Hinter uns. Nee, da. So, ihr beiden. Lasst ihr mich rein? Da geht's jetzt wieder. So, 37 Meter. Irgendwo da unten. Moin. Genau. Da hinten? Nee, oder? Oh, doch. Und doch. Hey, hast du vielleicht was Nettes hinten im Lager? Und wer bist du? Ich heiße Kay Vess. Schön für dich. Aber ich rede nur mit Freunden. Da ist unser Ruf wohl zu schlecht. Schade. Schade, schade, schade. Ja, dann werden wir doch noch ein bisschen verbessern müssen. Ja gut, das heißt, warte mal, haben wir schon alle was Interessantes. Das ist der Tresorraum abgelehnt. Jemand auf dem Markt könnte die Losung kennen. Es gibt einen dubiosen Händler in einer Gasse in Mirogana, aber keine Geschäfte ohne Losung macht. Okay. Losung rausfinden und die Hauptmission für den Ruf, das wäre der Verräter, wo wir halt ins All raus müssen. Okay, probieren wir das mal hier. Kann ich da Schnellreise dahin machen? Gut, machen wir die Schnellreise immer nach da. Da hinten.
deiner Einkauf gut tun. Vermutlich ist es wieder irgendwas an so einer Bar, wo man hier hin muss. Das ist unser Kollege hier für die Verbesserung. Die Jacke wäre aus echtem Wunderkleber. Ich erkenne Obuma, wenn ich es rieche. Das hättest du vor dem Kauf prüfen sollen. Die ist nicht mal einen Tag alt und schon gehen die Nähte auf. Geht mich nichts an. Und ob es dich was an. Nee, nicht das Gespräch, nach dem wir suchen. Ja, eher auch nicht. Nee. Auch kein Gespräch. Wo könnte die Person sein? Suchen Sie einen bestimmten Artikel. Ja, wobei, weißt du was, ich rede mal mit dir. Mir wurde gesagt, Sie haben sich einen Rabatt verdient. Eisentuch. Seltene Schneidemalerei gehören oft zu Voraussetzungen für Fähigkeiten. Informationen. Nee. Verkaufen. Alle Wertsachen verkaufen. Das machen wir mal. Okay. Machen Sie es gut. Wenigstens das. Ich gehe mal auf die obere Ebene. Kommen Sie und sehen Sie selbst. Rückt den Neuen raus. Sofort. Er ist nicht hier. Na, ich glaube, das ist es nicht. Nee. Gouverneur Thornton verlangt, dass Operationen in diesem Sektor ruhen. Wenn der Gouverneur die Bedingungen unserer Abmachung ändern will, sollte er das mit Gorath besprechen. Auch anderes Thema. Händler? Guten Tag. Brauchen Sie Hilfe? Ja, weiß nicht. Warte mal. Grobtuch. Ihre Fähigkeit bei Halunken nach einer gesetzlosen Tasche, gepanzertes Unterhemd. Polycarbonat, gesetzlosen Tasche für Fähigkeit. Da brauchen wir nur noch eins. Möchte ich nur einmal kaufen. Okay. Und dann mal zur Genüge. Besten Dank. Danke sehr. Vielen Dank für den Einkauf. Ja, da verlassen wir hier wieder das Gebiet. Hier ist es auch nicht. Es muss irgendwo hier sein. Haben wir nicht eine Abmachung? Oh. Du kannst mich veralbern. Verschwinde von Toshara. Das wird dir leid tun. Geht das Gespräch noch weiter? Schade. Ah, da. Zahlreichen Berichten zufolge sind auf dem Uraganamarkt gefälschte Credits im Umlauf. Seien Sie wachsam, handeln Sie nur mit Händlern, denen Sie vertrauen, und prüfen Sie Ihre Credits. Fälschungen weichen in Konsistenz, Form und Gewicht ab. Interesting. Okay, wir reden mit dem einen Dude da hinten. Es wird Konsequenzen haben, wenn... Hast du was verloren? Was ist T9? R5T9 ist ein hochmoderner Astromech. Und er weiß, dass er mich hier treffen soll. Du hast ihn verschwinden lassen. Warum sollte ich den rostigen Schrotthaufen stehlen? Er verpasst mir bloß Stromschläge. Was ist mit den Banditen beim Typhonfelsen? Die schockt er auch gern. Würdest du nachsehen, ob T9 von den Banditen aufgelauert wurde? Ich halte nach ihm Ausschau. Und wenn ich ihn finde... Sag deinen Freunden, dass ich dir geholfen habe. Okay, Nebenmission. Ich gehe nochmal nach unten. Wo könnte das sein? Ups. Gehört es da hinten noch dazu? Nee.
vorbei. Nee. Das ist genau das gleiche, I guess. Nur anderer Aufgang. Spiel, gib mir einen Tipp. Das ist auch außerhalb. Ich meine, das... Es ist so klein hier. Nope, auch nichts. Wir haben alles, was das Herz begehrt. Gut, die sehen so aus, als würden sie was Illegales machen, aber da kommt kein Gespräch. Suchen Sie etwas Bestimmtes. Ich suche jemand Bestimmtes. Na gut, quatsch ich mal mit dir. Sag mal, wegen des NAV-Computers und deiner Reparaturen, wie viel schulde ich dir? Kay, wir sind doch Freunde. Das kommt später. Freunde? Würde ich nicht sagen. Doch würdest du, weil ich hier einen EML850-kompatiblen NAV-Computer für dich habe. Und da ich weiß, was ich tue, ist er gratis. Ach, wo ist der Haken? Kein Haken. Es gibt da dieses alte, unter Amberin begrabene Wrack, voll mit kompatiblen Teilen. Das wurde noch nicht leergeräumt? Naja, wir haben es versucht. Der Wind frischte auf und nicht alle von uns haben schicke Gleiter. Dann stürzte ein Teil ein und jetzt kommt man nicht mehr ran. Ach, kann ich mir nicht einfach einen von einem Pike-Kreuzer holen oder so? Nicht möglich. Die Bahnbrecher ist ein Eigenbau. Sachen von der Stange tun's da nicht. Du hast Glück, dass ich mich an das Wrack erinnert habe. Und noch mehr, dass ich einen Plan habe. Ich brauche nur einen Klasse 11 Energiekern. Und woher genau soll ich so einen nehmen? Von überall her. Zum Beispiel aus imperialen Anlagen. Wir haben es kaum lebend aus dieser Raumstation geschafft. Willst du mich hinter Gitter bringen? Ich versuche nur, dein Schiff zu reparieren. Gern geschehen. Und stirb nicht, ja? Ja, geil. Weißt du, was übrigens sein kann? Dass das eine Gespräch vielleicht hier ist, weil er jetzt wegen der Quest da stand, das Gespräch nicht stattfinden kann. Warte mal, war ich da schon? Nee, das ist auch wieder verlassen vom Gebiet hier. Alles, was das Herz begehrt. Suchen Sie einen bestimmten Artikel. Ja, gut, ich weiß nicht. Jetzt bin ich jetzt hier schon einfach das Zeugs hier abgelaufen. Vielleicht machen wir erstmal mit anderen Sachen weiter. Zum Beispiel eben gerade das mit der Weltraummission in der nächsten Episode. Und dann können wir uns das hier nochmal angucken. Das ist jetzt ja nicht so wichtig. Eventuell haben wir auch das Glück und wir looten das einfach irgendwo. Gut, soweit zu dem. Bin schon gespannt. Das sind interessante Aufgaben, was wir jetzt hier haben. Bis dahin, ich wünsche euch was. Macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.